Freddy. Ja, Kinder, beruhigt euch doch, meine Güte. Das ist Satire, hallo. Ich bin froh, dass der Ministerpräsident heute Abend hier sitzt, Rainer. Also Herr Haseloff. Wunderbar, dass du da kommst. Gib die Flasche her, mein Guter. Freu dich das. Ein Flöckler ist. Ja, komm, komm. So. Schon wieder alles besser gewusst, Herr Minister. Mich schon wieder berichtigt. Reicht wohl nicht, die Diäten. Muss man auch immer noch recht haben, hä? Also. Freunde, ja, es ist gut. Ja. Ich sag's wie es ist, ich habe mich ehrlich gefreut, als der Herr Umkalo Abo aus Somalia bei uns im Nachbargarten seine Parzelle eingenommen hat. Habe ich mich gefreut. Ja? Ich war kooperationsbereit, ich war offen, ich bin auf den zugegangen. Ja? Mit einem Lächeln auf den Lippen. Ja? Und mit viel Sonne im Herzen, Rainer, du weißt, wovon ich spreche. Bin ich zu dem hin und habe gesagt, Herr Umkalo, Sie bringen endlich mal wieder ein bisschen Farbe in unsere Kleingarten. Habe ich doch zu dem gesagt. Ja, natürlich habe ich doch zu dem gesagt. Und dann habe ich den Herrn Umkalo Abo zu mir rüber eingeladen. Auf ein Schwarzbier. Obwohl ich Pilztrinker bin. Da gehe ich zu dem hin und sage, na Herr Umkalo Abo, aber was machen denn ihresgleichen im Büsch, wenn sie mal keinen Regen gibt? Regentanz, verstehst du, Rainer? Ich wollte lustig sein. Ich wollte Witz machen. So, und was war? Der fängt an zu tanzen und es tröppelt. Der hat da säckeweise Sand aufgeschüttet. Und im Herbst, klar, beim ersten Sturm hatte ich die Wanderdüne im Heidekraut. Das gehört doch nicht in den Kleingarten. Und nur deswegen habe ich das Fernsehen bestellt, den MDR Brisant. Das Boulevard-Magazin, damit die mal drüber berichten, weil das ein Skandal ist. Und wie haben die mich in dem Beitrag genannt? Wie haben sie mich benannt? Der Primel-Nazi von nebenan. Einmal ehrlich jetzt, als toleranter deutscher Kleingärtner, ne, bist du mittlerweile der Neger im eigenen Land. So ist es. So ist es. Einer, was du. Ach komm, hör doch auf. Ist doch sinnlos, hör was. Quasi das Schloss Bellevue ist ja quasi diese Ein- und Auszüge regelrecht zu einem Stundenhotel verkommen. Tja, nicht wahr? Nicht quasi von der Wulfschanze hin zur Gauklerbude. Bis vor 2 Jahren war es noch eine Köhlerhütte. Also, Schatz, ich bin nicht umsonst bayerischer Bundespräsident. Ministerpräsident gewesen. Ach, bin es gewesen! Das hat mir keiner gesagt. Aus unserem schönen Bayernland kommen große deutsche Persönlichkeiten. Persönlichkeiten wie ich, Franz Josef Strauß und natürlich auch Daniel Kübelbeck. Bitte? Wer ist das denn? Schauen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss in diesem Zusammenhang auch einige Worte an meine ostdeutschen Freundinnen und Freunde richten, auch wenn es nicht viele sind. Also Worte. Liebe Ostdeutschinnen und Ostdeutsche, ich meine, Sie rufen immer noch blühende Landschaften, blühende, bloß weil es Ihnen der dicke Mann versprochen hat, meine sehr verehrten. Ja. Aber schauen Sie, Sie leben doch hier in Ostdeutschland. In viel mehr als in nur einer blühenden Landschaft. Sie leben in einer wunderbar verwilderten Gegend. In einer Wildnis, in der sich mittlerweile schon wieder Wölfe ansiedeln. Wir haben in Bayern noch nicht mal Braunbären, wenn ihr sie erfahren habt. Schaut, ja, schau sie unten. Bitte.
Klaus, bitte. Klaus, und dann kommen Sie immer wieder her und sagen, nein, Herr Stoiber, wir wollen keine Wölfe, wir wollen sie nicht. Aber warum kommen denn diese Wölfe, liebe Ostdeutscheninnen und Ostdeutsche? Warum kommen sie denn? Weil sie durch euer Geheule angelockt werden. Das ist doch die Begründung. Das ist die Begründung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch die Wahrheit. Klaus, das muss einmal deutlich... Ach, bitte.